Hallo und willkommen zurück zur nächsten kleinen Platzrunde. Wir sind weiter auf den ostfriesischen Inseln. Wie ich beim letzten Mal angekündigt habe, sind wir diesmal auf Baltrum. Hat eine sehr kurze Start- und Landebahn von 360 Metern waren es, glaube ich. Könnte also ein bisschen härter werden nachher die Landung, damit ich den Vogel vernünftig runterbekomme. Ich habe gelesen, es ist wohl vor und hinter der Runway aber auch noch ein bisschen Platz, um auch so ein bisschen ausweichen zu können. Gerade beim Starten, Durchstarten, wenn ich eine Touch-and-Go-Landung mache, könnte es sein, dass ich nachher ein bisschen auf den Grünstreifen komme. Ist auch ein bisschen geslopt, also hat so ein klein wenig Neigung hier drin. Ja, schauen wir einfach mal, wie ich runterkomme. Wir gehen mal eben kurz in die Anflugkarte rein, gibt nicht viel zu sagen. Wir sind jetzt gleich auf der 27. Fliegen dann ab, bis wir Norderney erreichen, halten uns dann an der Küste von Norderney, überfliegen die so ein bisschen. Hier haben wir so eine vorgelagerte Sandbank, gehen dann in den in den Gegenflug über. Und wir haben hier auf Baltrum selber ein paar Ortschaften und wir orientieren uns quasi an diesen beiden ein bisschen auseinandergezogenen Ortschaften und fliegen dann noch ein bisschen weiter, um dann hier in den Endanflugskurs überzugehen. Sollte eigentlich kein großes Problem sein von der Platzrunde an sich. Allerdings, wie gesagt, ist die Landebahn doch recht kurz. Und von daher könnte es interessant werden. Man sieht, der Kurs ist dann doch relativ westlich gelegen auf 272 Grad. Also kann man sich sehr gut hier an den Markierungen orientieren. Das erleichtert es auf jeden Fall. Ich setze mal die ersten Klappen für so einen Short Takeoff hier. Boah. Ich habe mir die Mod von JP Logistik, heißt es, glaube ich, heruntergeladen. Die soll so ein bisschen Realität in die Cessna 152 kriegen. Also man merkt schon, dass ich hier schon echt Probleme habe, schon fast abzuheben, weil die Runway so kurz ist. Ich habe so ein bisschen Probleme mit der Mod bei der Bodensteuerung, da ist sie doch sehr empfindlich. Und meine Ruderpedale, ich habe die Thrustmaster-Ruderpedale, bin da ehrlich gesagt nicht so ein Fan von den Ruderpedalen. Hatte das letztens auch mit einem User im Livestream diskutiert, der hat genau dasselbe gesagt. Dass er ja auch nicht so ein Fan von war, von diesen Pedalen. Mein Ground-Taxi ist immer noch nicht das Beste, sagen wir so. So, jetzt haben wir schon Norderney erreicht. Das heißt, wir gehen jetzt in den Querabflug über. Überfliegen hier diese Sandbank ein wenig. So in etwa. Und gehen jetzt in den Gegenflug über. Ultra kurze Platzrunde. Ich habe schon fast Probleme, richtig auf Höhe zu kommen. Hier gleich die Ortschaften. So, und kann jetzt quasi schon mal beginnen, meine Landevorbereitung zu treffen, sozusagen. Sind jetzt unter 70 Knoten, das heißt, ich kann schon mal die ersten Klappen setzen. Meine Co-Pilotin dabei, versperrt uns gleich auf der Gegenflug, auf der Rechtsplatzrunde so ein bisschen die Sicht, wenn es in den Endanflug geht. Aber naja. Ich glaube, ich kann sie auch gleich ausstellen, wenn wir in der zweiten Platzrunde sind. So, genau, also wir haben jetzt hier diese beiden Ortschaften, die so ein bisschen getrennt sind voneinander und ungefähr hier müssen wir so reinfliegen, würde ich sagen. Ultra schwierig hier einzuschätzen für mich. So, gehen wir jetzt rüber in den Queranflug.
viele Klappen gesetzt bei der kurzen Landebahn. Reinkommen, jawohl, das sieht ganz gut aus. Geschwindigkeit so ein bisschen höher halten, damit ich gleich auch noch genug Schwung habe zum Abheben. Jawohl, kommen wir schön tief rein. Komm, Touchdown. Jawohl, super Landung. So, ich überfahre die Runway ein bisschen. Ja, ging doch, ging doch. War okay. So, dann starten wir direkt durch. Gehen wieder hier bis Norderney. Querabflug. Ich will nur ganz wenig Ruder haben. Ganz wenig Ruder ist bei den Pedalen immer schwierig. Also so eine hohe Todzone hat, beziehungsweise man braucht doch relativ viel Kraft, um aus der Todzone rauszukommen. Pedale bei mir und dann überschießt man immer eher. Ich habe dasselbe Problem mit den mit der Quest Kodiak, die ich mit den Pedalen eigentlich überhaupt nicht fliegen kann, weil die halt solche genauen Inputs verlangt. Das macht überhaupt keinen Spaß zu fliegen. Ich überlege, ob ich nochmal die Logitech Ruderpedale mir holen soll, um die nochmal zu testen. Ansonsten kommen halt bald auch von Honeycomb Pedale raus, allerdings sind die doch ziemlich teuer. Die liegen irgendwie bei 300 Euro, 350 Euro, das ist schon eine Menge. Da muss ich erstmal so die Reviews abwarten, was sie dazu sagen. Jetzt 350 Euro in die Vorbestellung zu gehen, sehe ich mich gerade nicht drin, obwohl die Honeycomb-Sachen wirklich super sind. Ne? Also sowohl das Yoke als auch das Throttle Quadron ist super. So, dann gehen wir rein in den Queranflug. Das passt schon ganz leicht überflogen hier. So, Klappen voll gesetzt. Mache ich hier, glaube ich, ein bisschen früher, um hier vernünftig reinzukommen in einer vernünftigen Geschwindigkeit. So, dann schauen wir mal, ob die Landung genauso gut wird wie die erste. Fühlt sich gerade sehr schnell an, einfach weil die Landebahn so kurz ist. Komm, jawohl. Jo, das ging doch sehr gut. Da hatte ich mit Schlimmerem gerechnet. Ich überlege gerade, ob ich meine Co-Pilotin einmal
aussteigen lasse. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier geht. Weil wir gleich halt auf der Rechtsplatzrunde uns halt nach rechts orientieren müssen und da ist ihr hübsches Gesicht ein bisschen im Weg. Ich guck mal eben, eigentlich müsste ich, wenn ich das hier auf Null stelle, die gute Dame weg sein und... Na, schade. Zumindest im... from Map Screen. Also zumindest wenn ich das im Map Screen vorher mache, dann ist sie weg. Aber so leider nicht. Okay, dann setzen wir sie aber mit Gewicht wieder rein, weil sonst haben wir gleich eine Unwucht hier im Flugzeug. Das wollen wir jetzt natürlich nicht haben. So. Okay. Mal die Klappe auf die erste Position. Wir haben einen Short Field Takeoff. Mit einer Slope drin, das heißt, ich setze einmal die Bremsen, gebe Vollgas und lasse ihn dann los. Aufbauen hier. Jetzt kann man die Nase ein bisschen hochziehen. So, sind jetzt am Punkt vom Anflug, Querabflug. Gehen wir rein. Jetzt sind wir gar nicht überprüft, wie denn die Platzrunden waren, aber ich glaube, die waren ganz gut. So, jetzt müssen wir gleich hier uns dran orientieren, ungefähr an dieser Kante. Da sollten wir jetzt ungefähr sein. Gehen wir jetzt rein in den Gegenkurs. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Dann treffen wir hier vorne die Sandbank. Also Rechtsplatzrunde ist wesentlich unübersichtlicher hier. Weil hier so ein bisschen die Marker fehlen, aber ich meine, wir sind hier auf dem Meer sozusagen. Ob man da jetzt 10 Kilometer oder ich sag mal 1 Kilometer, 10 Kilometer wäre ein bisschen viel, 1 Kilometer den Querabflug verlängert oder nicht, ist glaube ich hier nicht so das Problem. Also wenn man hier den ganzen Gegenkurs einfach einen Kilometer weiter landeinwärts, festlandeinwärts bringt, ey, ich glaube, das ist hier kein Problem. Wichtig ist natürlich hier gleich den Quer- und Abflug zu treffen. So, aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt ein Queranflug. Sollte reichen. Jetzt ein bisschen früh eingeflogen. Ah, passt schon. Ausdauern. Jawohl. Okay. Jetzt ein bisschen
bisschen Angst, dass ich ausstalle, weil ich zu langsam war oder sehr langsam war, vielmehr nicht zu langsam, aber doch sehr langsam. War immer, also von den Werten her war es immer noch eine gute Landung, glaube ich. Vom Gefühl her war es nicht eine optimale Landung, aber Werte waren okay und gerade bei so einer, bei so einem Short, Short Field war das, glaube ich, vollkommen okay. So, eine machen wir noch. Und dann wird es gut sein. Ja, gibt mir auch keine konstruktive Kritik hier, die Dame. Also, die scheint, sie scheint zufrieden zu sein. Ja, ich glaube, erreicht, wo wir hier in den Gegenkurs gehen können. Ich denke, ob man jetzt hier nochmal Kilometer weiter rausfliegt oder nicht, ist okay, aber ich treffe eigentlich immer ganz gut hier die Sandbank hier vorne, also von daher bin ich da vollkommen fein mit. So, auf Platz, ja, Platzrundenhöhe habe ich, glaube ich, in beiden Runden jetzt nicht erreicht. Primär, weil ich, glaube ich, bei den An- und Abflügen immer noch sehr darauf bedacht war, zu finden, wo ich hin muss. Deswegen habe ich nicht die richtig die optimale Steiggeschwindigkeit benutzt. Also 700 Fuß, Platzrunde ist 800 Fuß, von daher. Das sind ja keine Hindernisse hier. So, fliegen jetzt nochmal auf Norderney drauf, sozusagen. Gehen dann jetzt schon mal in die nächste Klappenstufe. Rein in den Queranflug. Ach, wenn der Anflug nichts sein sollte, beziehungsweise die Landung nichts sein sollte, werde ich noch eine Runde drehen, aber ansonsten wird es jetzt gleich gewesen sein. Genommen, weil ich doch sehr langsam wieder bin. Wenn ich da natürlich die Kurve zu steil nehme, dann dreht die Maschine halt auch so ein bisschen auf der Stelle, mehr oder weniger. Ich habe jetzt ein bisschen mehr den Wendekreis von der 272 berechnet. So, dann schauen wir mal, dass wir die jetzt hoffentlich runterkriegen. Zu hoch. Schade. Da war ich ein bisschen zu aggressiv am Gas gewesen. Hat man, glaube ich, ganz gut gesehen. Nicht am Gas, an der Nase gewesen. Ich war kurz vorm Touchdown und dann habe ich ein ganz klein wenig zu aggressiv die Nase nach oben genommen und das Flugzeug ist wieder nach oben gegangen. Aber Landung war immer noch vollkommen okay und sicher. Platzrunden sehen auch sehr, ja, also ich sag mal, 3 von 4 Platzrunden waren sehr, sehr identisch. Ne? Also bei der war ich ein bisschen zu weit draußen, habe ich ja gesagt. Aber hier 3 von 4 waren echt auf dem Punkt. Ne? Also da gibt es eigentlich, glaube ich, nicht viel zu meckern. Okay, war jetzt, glaube ich, mal ein bisschen kürzeres Video. Wenn ich mir jetzt mal eben angucke, wie lang die Aufnahmezeit war. Ja, 20 Minuten ist mal ein bisschen kürzeres Video. Die letzten beiden waren ja doch ein bisschen länger. Aber okay, dann sind wir nämlich jetzt auch schon wieder durch hier auf Baltrum. Dann geht es jetzt weiter nach Norderney, genau, und dann nach Wüst. So ist der Plan. Okay, in diesem Sinne, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao!